Moin, moin, liebe Striggis. Es ist Strick mit Kick Freitag. Herzlich willkommen oder wann immer du das auch guckst, hier auf diesem Kanal. Ich bin leicht irritiert, weil die Lichtverhältnisse heute irgendwie anders sind als sonst. Naja, wir gucken mal, ihr Lieben. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid. Und ich sage euch mal, worum es hier heute geht. Es geht um das Finished Object, was ich euch nicht zeigen kann. Es sind die Socken. Also ich habe Finished Object. Letzte Woche habe ich euch ja nur eine Hälfte von den Socken in die Kamera gehalten. Der zweite ist fertig, aber ihr habt den anderen ja gesehen. Der andere sieht ja genauso aus. Was soll ich euch da nochmal reinhalten, ne? Ich habe Sachen auf den Nadeln. Ich habe neu angeschlagen. Ich habe künftige Projekte, die ich starten will. Die stelle ich euch ein bisschen vor. Ich habe Wolle gefärbt. Ich habe neue Anleitungen, neue Strickkits. Also Kits, also ein neues Strickkit, das stelle ich euch vor. Und, was habe ich hier noch auf meinem schlauen Zettel? Habe ich hier noch irgendwas drauf? Ich glaube, wenn es klappt, haue ich auch noch euch noch Outtakes rein. Das erzähle ich euch aber nachher, wenn ich euch die Wolle zeige. Also das war wieder spannend bei uns, ne? Bei uns ist ja immer was los. So. Ja, ich glaube, das war's. Das passiert heute. Und vielleicht schweife ich auch noch ab, weil, oh Gott, ich schweife gleich ab. Genau. Also bleibt mal gleich dran. Nicht vorspulen. Also Leute, ich hatte einen technischen Totalausfall. Und zwar war mein Rechner, den hatte ich gerade neu gekauft. Der Mann hat den da alles drauf gemacht, was ich brauchte. Der funktionierte auch eine Woche super. War total verliebt in das Ding. Und dann am Sonntag brach alles zusammen. Ich hatte nur noch einen blauen Bildschirm. Und er sagte immer, ja, wie heißt das? Das System fährt sich nicht hoch. Da ist irgendwie ein Fehler. Das System fährt sich nicht hoch. Da ist ein Fehler. Das System fährt sich nicht. Oh Gott. Also wir kamen da überhaupt nicht ran. Da war nichts zu machen. Natürlich keine Hotline am Sonntag da. Und dann ging es dann am Montag los. Also wir mussten das ganze Ding platt machen und wieder von vorne anfangen. Es ist wirklich so zum Spucken, ne? Also der Montag, Leute, da glaubt ihr nicht, da ging alles schief, was schief gehen konnte. Das war so ein Tag. Oh. Also da war ich wirklich so, oh, so kurz vorm Zusammenbruch, ne? Weil wirklich nichts ging. Und dann noch dieses blöde Homeschooling. Das heißt, du kriegst diese ganzen Sachen nicht rübergeschickt. Weil der Scanner, dann ich habe ja noch alte Technik, ne? Da habe ich ja gut, dann machst du das. Dann wartest du, bis Kind 1 mit dem anderen Rechner fertig ist von der Schule. Ne? Die hat ja immer hier Video bla bla mal zwischendurch. So, dann habe ich gewartet, bis die fertig ist. Dann wollte ich da gucken. Da konnte ich aber meine Mails nicht gucken, weil das bei mir irgendwie so ein bisschen anders läuft. Mit dem Mail-Postfach. Also konnte ich keine Mails gucken. Dann denke ich, gut, dann schreibst du wenigstens die Rechnung vom Wochenende. Ja, ich kam ja meine Mails nicht ran. Dann musste ich ins System gehen, ins Bestellsystem. Dann habe ich mir das da alles rausgeprökelt. Das war wahnsinniger Zeitaufwand. Und dann stürzte das auch noch ab. Dann kam ich da nicht ran. Dann konnte ich da also nichts machen. Dann konnte ich keine Bestellung machen, nichts. Dann haben wir gedacht, so jetzt irgendwie. Dann denke ich, mach mal das wenigstens. Dann funktionierte der Drucker auf einmal nicht. Der Scanner funktionierte nicht. Ich kriegte also die Aufgaben von den Kindern nicht reingescannt. Dann musste ich erst wieder fotografieren und dann hier. Leute, es war die Hölle. Es war die Hölle. Dann habe ich das Ringelsockengarn gewickelt. Sage ich nachher noch was zu. Das ging auch nicht. Wie oft ich das gewickelt habe, so ein Knäuel. Ne? Leute, ich bin bald wahnsinnig geworden. Irgendwann habe ich gesagt, so jetzt ist hier Schluss. Ich mache gar nichts mehr heute für die Firma. Oh. So, dann hatten wir das irgendwie. Dann habe ich gestern gedacht, gut, dann jetzt. Restliche Rechnung schreiben, alles fertig machen, ne? Ja, nein. Ging auch nicht. Also mussten wir da noch wieder irgendwie rüber. Dann funktionierten hier Word und so nicht. Oh, Leute, ihr glaubt gar nicht. Also das ist irgendwie ein totaler Mist. So, und das Problem ist, mir sind E-Mails abhanden gekommen. Frag mich nicht, technisch, der Mann hat mir das auch irgendwie erklärt. Auf jeden Fall, wenn ihr mir in der letzten Woche irgendwie Mails geschickt habt, dann schickt mir die nochmal. Also ich weiß von ein paar, ich weiß, Helga hat mir geschrieben, da muss ich noch zurückantworten. Also wie gesagt, ich habe ein paar gelesen, aber die sind nicht mehr da. Und ich kriege das jetzt eben nicht mehr zusammen.
Wisst ihr, kennt ihr mein Problem? Also wenn ihr irgendwie was hattet, was Wichtiges oder wie auch immer, schreibt mir bitte nochmal eine Mail, weil die sind weg. Also da kommt, die sind weg. Ja, also Gott sei Dank nur eine Woche, ne? Oh Leute, ey, wenn man so abhängig von der Technik ist, ist das nicht scheiße? So, also das war das Wort zum Sonntag, nur damit ihr mal wisst, wie das bei mir aussieht. Also das war wirklich Katastrophe. Ich hoffe, toi toi toi, jetzt läuft es wieder einigermaßen. Und ich sag noch, am Freitag sag ich noch zum Mann, es ist wirklich unfassbar, ne? Leute, also ich habe so einen siebten Sinn, ne? Ich sag zum Mann, irgendwie habe ich ein ganz, ganz blödes Gefühl. Irgendwie, da irgendwas läuft nicht. Hier mit, also irgendwie, irgendwas läuft nicht. Und da habe ich aber noch gedacht, weil aufgrund des neuen Rechners und wir hatten dann aktuellere Software dann auch gleich gekauft für Bildbearbeitungsprogramme und. Und das hakelte so ein bisschen, also da musste man erst noch wieder irgendwas einstellen, was wir beim anderen schon hatten. Ja, ne, so, aber ich Mädchen, ging nicht so. Also, ne, da habe ich es darauf geschoben, dass das nicht so flutschte wie sonst, dass man dit gemacht hat, ne, sondern dit, hä? Hm, komisch, geht nicht. Ne, so, nein, aber es kam noch schlimmer. Gott, also ich hoffe, ich bin durch. Also das war jetzt wirklich, da habe ich gedacht, also das kannst du auch wirklich nicht gebrauchen, ne? Ja, Leute, so ging es mir. Also nur damit ihr mal Bescheid wisst. So, das ist das kleine Vorgeplänkel am Anfang. Hier, ich habe heute mal für euch angezogen, dass mein letztes Jahr Weihnachtsanstrick, fragt mich nicht, wie das Ding heißt. Irgendwo im Video müsst ihr mal im letzten Jahr gucken, so Dezember, Januar rum, also eher Januar rum. Im Dezember habe ich es ja erst Ende Dezember angeschlagen. Das ist ja auch dieser quergestrickte Cardigan, wo ich euch immer von erzählt habe, dass das nicht so ist, wie ich das gerne hätte. Und letztens war mir kalt und irgendwie war der wieder aufgetaucht. Und der war unten. Das war praktisch. Ich kann ja nochmal aufstehen, damit ihr es seht. Das ist aus dem Buch Out of Access. Ich kann euch das unten nochmal verlinken. So, also ihr seht, grundsätzlich ist es schön, aber hier vorne finde ich es doof. Also, ja, also ich, wie gesagt, ich hätte das, glaube ich, noch weit länger hier stricken müssen. Ne, weil ja, das hier, eigentlich muss das ja, hier ist so diese, seht ihr das? Es ist so ein bisschen, könnt ihr das sehen? Hier so ein bisschen lesig und das ist praktisch diese Sollbruchkante, ne? Also wo sich das eigentlich so kanten soll, aber es kantet sich da nichts. Ich weiß auch nicht, ob ich das mehr kannte, wenn ich das länger hätte. Auf jeden Fall nervt es mich. So, und ja, also von daher, ich habe es mal übergezogen und habe gedacht, ach guck mal, dann kann ich das euch nochmal zeigen. Also wer das stricken möchte, ich gucke hier gerade mal grob. Hier, warte, ich kann euch das nochmal in die Kamera halten. Ja, das war das Buch. Knitting of the Axis. Hier. Ich glaube, das gibt es auch nur da drin. Ich meine damals, vielleicht ist es zwischendurch schon anders, aber das kriegte man irgendwie nicht einzeln auf Ravelry oder so, meine ich. Ich habe gedacht, ich kann euch das hier mal fix in die Kamera halten, wie das Ding heißt, damit ihr sonst googeln könnt. Aber das ist natürlich wieder mal, das Glück ist nicht mit mich, ne? Hier, da ist er doch. Warte, wie heißt das Ding? Ha! Marielle. Genau. Marielle heißt das Ding. Und guck mal, bei der, da ist der Kragen so. Der ist auch nicht so weit ausgeschnitten, ne? Also bei mir hängt der da. Das, bei der ist es doch, oder? Ach, keine Ahnung. Naja, auf jeden Fall ist es nicht mein Lieblingscardigan, kann ich euch sagen. Aber hier sind schöne Sachen drin. Ich hatte euch das Buch ja, glaube ich, dann damals auch vorgestellt. Kann ich also nur empfehlen. Es ist, wie gesagt, quergestricktes. Hier, die ist auch schön. Kann man die denn mal ganz sehen? Kann man die auch ganz sehen? Hier, naja, nee, kann man nicht. Aber hier mit so einem Ärmelchen. Ach, das ist vorne das Ding. Hier, und das ist so ein bisschen schräg zusammengeknöpft und so. Also hier sind wirklich ganz, ganz tolle Sachen drin. Also es heißt auch nicht, dass ich das nicht, hier nicht wieder was draus stricken würde. Dies finde ich auch schön. Ich glaube, Linette war auch in die engere Auswahl damals gekommen. Hier, guckt mal. Auch süß, ne? Ach, bestimmt, weil ich die Farbe so mag, ne? Das ist doch bestimmt auch so ein Tweet-Dingsbums. Also, ja, die ist auch schön. Oh, die könnte ich eigentlich auch mal stricken. Seht ihr hier so die Details hier so?
cool, ne? So, also, naja, aber ich verlinke euch das unten nochmal. Dann könnt ihr gucken. So. Aber kommen wir dazu. Also, wie gesagt, Finished Object, Socken abgehakt. Was habe ich auf den Nadeln? Auf den Nadeln habe ich ein paar Sachen. Und zwar habe ich auf den Nadeln... Ach, hier. War schon leicht irritiert. Hier, in meiner Häuschentasche. Finde ich ja süß. Ganz viele fanden das gut mit dem Gürtel, ne? Naja, Not macht erfinderisch. So, ihr Lieben, ich habe hart daran gestrickt. Habe nach Anleitung gestrickt. Und war nach Anleitung fertig mit dem Ärmel. Oh, jetzt ist hier gerade irgendwie so ein bisschen Mohair-Salat, ne? Das macht mir auch schon wieder Kopfschmerzen. So. Und dann ziehe ich so den Ärmel an und ich denke, hä? Und dann muss ich erstmal Rebecca anrufen. Rebecca strickt den ja auch. Ich glaube, die ist sogar schon fertig. Ich glaube, die hat schon, also wenn ich das richtig verstanden habe, hat die schon einen zweiten davon gestrickt. Oh Gott, ey. Leute. Auf jeden Fall ging mir der Ärmel nur bis hier. So, dann habe ich gedacht, dann habe ich Rebecca angerufen. Ich sage, sag mal, wie ist denn das bei dir? Und sie empfand den auch ein bisschen als zu kurz und hat auch länger gestrickt als in der Anleitung. Also das vielleicht nochmal als kleiner Tipp am Rande. Ich habe den Ärmel verlängert. Mittlerweile frage ich mich, ob er nicht vielleicht ein bisschen zu lang ist. Also ich bin jetzt, oh Gott, könnt ihr das überhaupt sehen? Hier, ich bin jetzt so weit. Ich habe den Ärmel fertig. Und ich bin an dem Ärmel jetzt gerade angefangen, da habe ich so die ersten zwei Brioche-Reihen rangestreckt. Da muss ich jetzt nur runterstricken. Ich habe so ein Klebe-Lipgloss drauf, wisst ihr? Also fusseln wäre eigentlich kein Problem, wenn man egal. So. Der Ärmel geht mir jetzt relativ... Warte mal. Wartet. Das kann ich jetzt mal so ein bisschen überziehen, weil ich habe das... So. Also der geht mir relativ lang. So. Aber ich finde, das ist die richtige Länge. Weil, wenn das hier oben gesessen hätte... Weiß ich nicht. Also... Nee, ich finde das da schon besser. Hier oben soll halt mal noch ein bisschen schmaler bleiben. Hier unten wird es eh rund. Ob da dann noch was zukommt, ist egal. Was ich mich nur frage, das sagte Rebecca nämlich auch, das hängt sich vielleicht noch ein bisschen aus. Ne? Ja, das habe ich gehört von Rebecca und habe gedacht, ja... Dann habe ich darüber nachgedacht und habe gedacht, naja, es ist Mohair, ne? Und es ist ja relativ dünn und leicht halt, sage ich jetzt mal, ne? Und darum habe ich gedacht, naja, so viel Gewicht zieht er ja nicht nach unten. Mittlerweile denke ich aber, naja gut, ich verstricke es aber auch vierfädig, ne? Sodass ich dann ja praktisch auf, oh Gott, lass mich lügen, auf die Kehlstärke rauskomme, ne? Wenn ich eine Lauflänge von ca. 800 Metern habe, das ist ein bisschen über 800 Meter, die Hälfte sind 400 und nochmal die Hälfte 200, ne? Mehr so ungefähr. Also es ist so Sportsweight Decay. Kann natürlich sein, dass es noch ein bisschen nach unten geht. Naja, muss ich gucken. Ein bisschen Spiel ist da noch, also wenn es noch ein bisschen nachgibt, ist es nicht so schlimm. Wenn es richtig doll noch nachgibt, dann ist es, glaube ich, zu lang. Aber das andere fand ich zu kurz. Und dann drauf zu hoffen, dass das dann sich aushängt oder dann irgendwie zu blocken oder so. Weil ich, wie gesagt, für mich habe die Erfahrung gemacht, dass klar, wenn du das badest und so oder auch wenn du es blockst, dann hast du erstmal das größer. Aber beim Tragen zieht es sich wieder dahin zurück, wo es herkommt. Und von daher, ich habe eben auch keinen Bock andauernd irgendwas zu blocken oder so. Ne? Das ist ja nun überhaupt nicht mein Ding. Und von daher, ja, hoffen wir mal einfach das Beste. Ich bin mal gespannt. Irgendwie fehlt mir ein Knäuel. Weil ich vermute, dass ich hatte ja hier an dem Ärmel dann alle vier Knäuele neu angefangen, weil ich alles aufgebraucht hatte bis dato. Ich weiß aber, ich habe mir von jedem 5 Stränge gefärbt, von jeder Farbe.
Und den roten habe ich auch gefunden, aber diesen, wie auch immer, orange-gelb, bla, den finde ich gerade nicht. Naja, sonst muss ich die nochmal irgendwie nachfärben. Weil ich vermute, dass ich das aufbrauchen werde im Ärmel und dann eben nur noch ein kleines, und also das ist ja definitiv zu kurz, ne? Da muss noch ein bisschen was ran. Da muss ich das nochmal irgendwie nachfärben. Dann habe ich vielleicht irgendwie so einen Streifen drin. Aber es ist dann ja nur ein, naja gut, es ist nicht nur ein Knoll. Naja, mal gucken. Lasst euch überraschen. Also, wenn ihr noch nicht abonniert habt, abonniert mich. Drückt das Klingelchen, dann könnt ihr das Elend sehen, was dabei rauskommt. Also, ich muss sagen, ich habe euch ja in der letzten Sendung erzählt, dass ich anfangs so ein bisschen war und das gar nicht so cool fand. Aber mittlerweile finde ich den schön und hoffe, dass der bald fertig ist, weil der, glaube ich, richtig, richtig, richtig gemütlich ist. Und jetzt eben auch dieses fluffig-puffige kommt, ne? Oh, ja, mag ich, mag ich, mag ich, mag ich. So, aber ich weiß gar nicht, wie weit war ich denn letztes Mal? Da hatte ich den Ärmel schon angefangen, ne? Hatte ich den Ärmel schon angefangen? Ist ja auch Wurst. Auf jeden Fall habe ich gut was geschafft, finde ich. Aber ich wäre eigentlich noch weiter, aber ich musste erstmal an der anderen Jacke weiter stricken, an der ich jetzt schon ein bisschen stricke, an dem Sweetheart Bomber von, keine Ahnung, Poison Girl oder irgendwie so. Ich habe euch das ja in irgendeiner Folge auch verlinkt. Ansonsten kann ich das ja nochmal verlinken. Obwohl ich nochmal gucken muss, ich glaube, die Ravelry-Links funktionieren immer nicht, ne? Das Problem ist, ich habe das mal so reingestellt, also wenn ich den suche bei Ravelry, dann kriege ich ja diesen Link, aber ich habe ihn ja schon in meiner Bibliothek, das heißt, ich kriege meinen Bibliothekslink automatisch irgendwie, wenn ich den reinsetze. Ihr habt ja keinen Zugriff auf meine Bibliothek, glaube ich. Nee, könnt ihr ja nicht, da sind ja auch die Bezahlsachen drin. Wenn ich aber hier Bibliothek rausnehme, kommt man da auch nicht hin. Da muss man mal gucken, wie das funktioniert. Ne? Oh, Ravelry, ich finde das so furchtbar. Ich finde das so furchtbar. Ich hatte letztens ja auch mit Rebecca, ne? Die hat ja da nur ihr Tuch drin. Und ich glaube, die konnte immer nicht so richtig verstehen, warum ich so kotze. Aber mittlerweile kotzt sie mit. Rief sie mich letztens an, Anne, Hilfe. Ich sag, was weiß denn ich? Oh, Leute. Boah, also wenn einer einen Tipp hat, so war die Ravelry nur in besser für Verkäufer, für Designer, für was weiß ich. Also, ich sag ja, grundsätzlich ist das eine super Plattform. Du weißt, da gehst du hin, da findest du, was du suchst. Da findest du die Anleitung der großen Designer oder auch der kleineren. Du findest kostenlose Anleitung, du findest kostengünstige, du findest teure. Kannst suchen nach dickes Garn, dünnes Garn oder spezielles Garn, was du da liegen hast. Was kann man da draus dann stricken oder was haben andere draus gestrickt? Das ist ja alles super. Aber Leute, stellt mal was ein zum Verkaufen. Ja, na, das ist nicht lustig. So, also der Sweetheart Bomber. Ich habe gestrickt, gestrickt, gestrickt. Ich habe gestern Abend im Bett auch noch gestrickt, gestrickt, gestrickt. Ich habe gesagt, Kinder, Schluss jetzt. Aber ich bin jetzt so weit und ich liebe es. Oh, das waren ja auch schon wieder, ne? Ich hatte, letztes Mal hatte ich noch keinen Ärmel dran. Da hatte ich, und ich hatte auch unten das Bündchen noch nicht dran. Ich war praktisch wirklich mit dem Körper fertig und musste unten das Bündchen ranstricken. So, dann sag ich zum Kind, das konnte man zwischendurch auch ein bisschen schwierig anziehen, weil man ja irgendwie das alles einzeln hatte und bla. Und ich hatte, glaube ich, auch wieder ein kurzes Seil oder was auch immer. Auf jeden Fall war das schwer mit anziehen. Jetzt war ich soweit. Ich sag, zieh an. Da guckt die mich an und sagt, ich sag, was ist denn nun, ne? Ich sag, jetzt kommt hier das Bündchen ran. No. Ist viel zu lang. Ich so, was? Alter Schwede. Entschuldigung. Also ich war, glaube ich, bis hier. Und dann wäre eben halt das Bündchen gekommen, ne? Also so bei ihr wäre ich halt so. Also bis knapp unter, ne, war ich, ja, ein bisschen bis unter der Hüfte. Vielleicht zwei Finger unter der Hüfte bei ihr. Nee, das ist viel zu lang. Ich sag, bitte? Nee, so ziehe ich das nicht an. Ich so, boah, alter Schwede, ne? Also, was hat Mutti gemacht? Mutti hat geribbelt, ne? Also, so ein Stück hätte ich mir sparen können zu stricken auf, was weiß ich, wie viele Maschen, ne? Naja, und dann habe ich gestrickt, gestrickt, gestrickt. Und dann meinte sie, war die Länge auch in Ordnung. Ich weiß mittlerweile nicht so recht, ob das nicht hätte doch noch ein Müh länger sein können. Zur Not muss ich das unten irgendwie nochmal aufribbeln und unten dann doch noch irgendwie was ranstricken. Ich habe jetzt eben auch gedacht, ich weiß, ich stricke das mit DK-Garn.
Superwurst. Ein bisschen gibt es noch nach. Also von daher, wenn ihr das irgendwie zu kurz ist, dann wasche ich das eben und lasse das schön aushängen. Und die Ärmel habe ich mit Organic, also mit Non-Superwash gestrickt. Das habe ich noch gar nicht so im Shop drinne. Ich mag das aber sehr gerne. Ich zeige euch gleich, ich habe schon was damit gestrickt. Es hat halt eine bisschen festere Haptik, ist aber trotzdem weich. Ich finde persönlich, es kratzt nicht. Es ist ein bisschen griffiger als das normale Decay. Aber es fasst sich schön an, finde ich. Und Organic heißt, dass die Schafe nicht irgendwie mit Pestiziden oder dergleichen behandelt worden sind. So, das heißt Organic. Also, dass das ein bisschen, ja, tierfreundlicher ist, weiß ich nicht, was sie stattdessen machen. Auf jeden Fall sind da keine Pestizide drin in der Wolle. Während sie am Schaf war, was nachher in der Bearbeitung passiert ist, keine Ahnung. Aber da es als Organic verkauft ist, gehe ich mal davon aus, dass da auch im Nachhinein nichts mehr bei reingekommen ist. Und ich habe, die ist ja pur, die habe ich nicht gefärbt. Also Leute, Bio. Keine Ahnung, ob das Bio ist. Ob man das Bio nennen kann, keine Ahnung. Ich bin da rechtlich nicht mehr so drin, Freunde. Auf jeden Fall waren diese Ärmel... Das war, die Anleitung ist super. Also, ne, wenn man dran denkt, die Maschmarkierer zu setzen, die auch in der Anleitung stehen, dann läuft das eigentlich auch schneller. Aber diese Ärmelanleitung, ne? Vielleicht hatte ich den Tag auch einfach nicht meinen besten Tag. Auf jeden Fall ist das ja so kompliziert geschrieben. Dann sollst du das irgendwie drehen, dann sollst du da irgendwelche Maschenmarkierer setzen bei 5 Uhr und bei was weiß ich was nicht. Dann erzählen die irgendwas auch mit verkürzten Reihen und dies und irgendwie habe ich, also das ist also bestimmt eine halbe A4-Seite nur für den Ärmel. Wo ich denke, hä? Hilfe. Oh, ich hatte überhaupt keine Lust, da vielleicht dann irgendwie... Also grundsätzlich verstehe ich die Anleitung ja, ne? Aber da hätte ich dann wirklich den Google-Übersetzer mal bemühen müssen. Und da hatte ich irgendwie überhaupt keinen Nerv drauf. Und da habe ich gedacht so, ne, das machst du jetzt ganz anders. Da habe ich gedacht, das muss doch eigentlich so gehen, wie du das sonst auch strickst bei solchen Geschichten. Mit verkürzten Reihen. Da stand ja auch was mit verkürzten Reihen, ne? Und dann habe ich einfach hier oben die Maschen, ihr seht, die waren ja auf dem Hilfsfaden genommen. Oder, ja, also ich hatte kein Seil übrig, wo ich sie zwischenparken konnte. Dann habe ich die Maschen wieder aufgenommen und dann habe ich einfach in verkürzten Reihen gestrickt. Das heißt, ich habe gestrickt und am Ende dann hier von der Seite mir eine Masche hochgenommen, abgestrickt, gewendet, Doppelmasche, gestrickt bis zum anderen Ende, da dann auch aus der Seite dann eine aufgenommen, umgedreht, also und gestrickt. Und umgedreht, Doppelmasche und die Doppelmaschen dann jeweils abgestrickt. Und so bin ich dann ums Ärmelloch rum. Und habe ich das, kennt das auch? Ach Leute, da klebt ja alles fest. Nächstes Mal nehme ich wieder einen Lippenstift. So, habe ich das Kind anziehen lassen und das war gut, fand ich. So, jetzt hat sie gestern Abend, habe ich schon überlegt, als ich mir das angeguckt habe. Ach, oh, ich kann nicht sehen, wenn ich so... Ja, kann man vielleicht nicht so sehen. Ne? Dann habe ich gedacht, ob es hier doch vielleicht zu viel Weite hat. Jetzt hat heute Morgen das Kind das angezogen, weil jetzt beide Ärmel fertig sind. Und ich habe das Gefühl, dass es hier so ein bisschen in dem Bereich ein bisschen zu puffig. Ich vermute, das hat irgendwas mit ihren 5 Uhr Maschenmarkierern zu tun. Dass man da hätte irgendwie... vielleicht nicht hin und her stricken, sondern dann einfach nur noch aufnehmen müssen. Also ohne hin und her zu stricken, das vermute ich mal. Hatte ich zwischendurch auch überlegt, aber als Kind 2 das dann immer mal über hatte, da habe ich gedacht, naja, nee. Also gerade wenn man überlegt, dass man ja unter einer Strickjacke immer noch was unter hat, ne? Ich meine, sie hat jetzt eigentlich keine dicken weiten Pullis oder so. Also hat sie auch, aber da würde man das ja nun nicht unbedingt drüber ziehen. Weil dann hätte ich größer stricken müssen, wenn man geplant hätte, dass da irgendwie dickere Pullis drunter sollen. Und darum habe ich gedacht, nee, du brauchst schon ein bisschen weiter, auch an den Ärmel. Da meinte sie immer, nee, das ist zu weit. Ich habe dann ja schon immer abgenommen und abgenommen und abgenommen. Aber ja, also heute Morgen, ich sage ihr das aber nicht, ne, sonst zieht sie das nicht an.
gedacht, ist vielleicht doch ein bisschen, weil es geht. Also weil es ist ja so eine College-Jacke, ist alles gut. Hier sind, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, Abnahmen eingearbeitet. Das wäre halt noch ein bisschen schmaler geworden. Ich hatte ja länger gestrickt, da waren dann also noch irgendwie 2-3 Abnahmen mehr. Hier habe ich eben wirklich rundherum aufgenommen. Ja, vielleicht ein bisschen viele Maschen aufgenommen. Und habe dann hier abgenommen, damit das schmaler wird, ne? Weil das andere war zu weit, das war mir schon klar. Und dann hier vorne nochmal so ein Bündchen ran. So, jo, soweit bin ich. Jetzt muss ich eigentlich nur noch den Kragen stricken. Und die, hier die Taschen. Und hier vorne so eine kleine Blende, weil das rollt sich ja ein. Also da muss ich... Oh, hier, Leute, ich habe gefärbt, ne? Ihr seht, ich war fleißig. Das sieht aus, ne? Manchmal denke ich, wenn ich einkaufen gehe, die Leute denken, ich habe irgendeine Krankheit. Aber bis jetzt hat noch keiner irgendwie was gesagt, so. Weil sich das einrollt. Da muss ich dann irgendwie eine Blende. Und das Kind will hier Snapcams oder wie heißen die Dinger hier, die Druckknöpfe haben. Finde ich für so eine Jacke auch cool. Also weil ich glaube, Knöpfe wären hierfür, glaube ich, nicht so geil. Und Reißverschluss auch nicht. Also von daher bin ich ganz froh, dass sie Snapcams will. Und dann kann ich nämlich einfach hochstricken, muss keine Knopflöcher machen oder so, sondern kann dann nachher einfach irgendwelche reinzimmern. Ich habe nämlich noch welche. Leute, Lockdown dauert ja noch ein bisschen, ne? Vermute ich mal. Ja, 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 ja. Ruf mich die Lehrerin am Montag an. Ja, sie wollte mal fragen, wie es so geht, ne? Ich sage, dann rufen sie am richtigen Tag an. Und dann kamen da auch noch so Sachen, ne? Oh, ich schweife wieder ab, ne? Aber so die Schule, katastrophal losgegangen. Also da wusste der eine vom anderen nichts. Nee, die 6. Klassen haben erst ab Montag so richtig. Nee, aber da mussten die sich doch irgendwie anmelden. Und ach, hör mir auf. Und dann kommen dann jetzt so illustre Sachen wie, es werden dann irgendwie 3 Kinder von der Englischlehrerin gefragt, na, also machen nichts, die machen, also in Englisch machen die keinen Videounterricht, ne, so die kriegen ihre Arbeitsblätter, so, und dann ist dann die Frage, ja, seid ihr denn gut mit den Aufgaben klargekommen und war eure Aussprache gut? Wo ich denke, ne, wie soll denn bitte ein 6-Klässler, der Englisch lernt, der kein Muttersprachler oder irgendwie was ist, sagen, ob er gut mit der Aussprache klargekommen ist. Ich meine, so eine Selbsteinschätzung, ne? Ich sage, so, was Kind 1, dann kannst du auch, dann gibt dir doch gleich eine Zensur, ne? Leute, das ist wirklich unfassbar. Das ist schlimmer als beim ersten Lockdown. Ich bin so entsetzt, weil da ist gar nichts passiert. Und ich habe ja die Befürchtung, die sitzen das aus. Was heißt die Befürchtung? Es wird so sein. Ne, zuerst haben sie sich über die Osterferien gerettet, haben sie gesagt, ja, ja, guck mal, sind ja 3 Wochen Osterferien, also bei uns waren 3 Wochen Osterferien. 2 Wochen vorher Lockdown, ja, guck mal, dann 5 Wochen, dann ist halt ja sowieso alles weg, so, war dann nicht, so, oh, naja, gut, dann müssen wir mal gucken, naja, sind ja bald Sommerferien, dann haben die wirklich drauf gehofft, in den Sommerferien ist alles vorbei, so wurde das auch mitgeteilt, ja, wieso, also wir gehen davon aus, dass dann alles wieder gut ist, richtig, ihr seid so schlau, so, und jetzt könnt ihr mir sagen, was ihr wollt, jetzt sagen die, oh, Impfung ist ja da, ja, ja, wir hauen ja so ein bisschen durch. Und dann ist ja alles gut in keine Ahnung, in 4 Wochen. Also, und das, also wie gesagt, ist, wo die so viel Zeit, also wirklich so viel Zeit haben, ganz ehrlich, ein Dreivierteljahr haben die Zeit, fast ein Jahr, wir sind jetzt fast bei einem Jahr, sich Gedanken zu machen, wie man es machen kann. Da ist das schlimmer als beim ersten Lockdown, wo man vielleicht wirklich ein bisschen überrannt wurde, ne? Aber darum geht es hier heute nicht. Heute geht es ums Stricken. So, was habe ich noch auf die Nadeln? Ich habe was Neues angeschlagen, oh, aber ich weiß noch nicht. Ich glaube, ich werde es ribbeln. Und zwar hatte ich euch ja in der letzten Woche gezeigt. Ich muss unbedingt dem Direktor schreiben. Ich gehe demonstrieren. Auch mit Maske. Ich mache Greta Thunberg. Ich setze mich da mit dem Schild vors Ministerium. Ey, kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, Leute. Ich bin wirklich ein sehr geduldiger Mensch und habe auch immer, also habe auch sehr viel Verständnis eigentlich, ne? Aber irgendwann, und wenn mir dann der Arsch platzt, Leute, dann gibt es aber auch kein Halten mehr. So, also, ich hatte euch in der letzten Woche hier meinen Fehlkauf gezeigt. Das ist 100% Alpaka-Garn. In DK. Ja, ich muss mal gucken, in DK. Hab das gewickelt und ich finde ja, wie gesagt, oh, das ist total weich, total schön. Also für 100% Alpaka, Halleluja, ne? So.
Und dann habe ich angefangen. Ich habe ja gesagt, da wird ein Wohnpulli draus. Ne? Also ich will so einen richtigen Boxy-Boxy. Ich will nicht nur einen Boxy, diesmal will ich es richtig wissen. Ja, ich glaube ja. Dann habe ich auch Maschenproben gemacht. Ich habe einmal mit einer, oh Leute, lasst mich lügen, mit einer 6er-Nadel gestrickt und einmal mit einer 8er-Nadel. Und habe da mal so eine grobe Maschenprobe gemacht. Also ich meine Güte, die meisten von euch machen ja immer hier so eine Swatches. Ne? Ach, da habe ich überhaupt gar keinen Bock drauf. Da denke ich, was soll ich denn schon den halben Pullover stricken? Und außerdem, wie gesagt, das verhält sich ja doch immer irgendwie ganz anders, ne? Wenn du dann wäschst und blockst, ich meine, so ein Pullover wiegt dann ja auch mehr als so ein. Und wenn das dann zieht und runterzieht und so, also bei mir, ob ich da nur eine Maschenprobe mache oder nicht, das ist ja auch völlig Bratbanane, ne? Auf jeden Fall habe ich es gemacht und habe mal so gestrickt und habe gedacht, und habe aber gedacht, naja, du willst aber vielleicht auch schnell fertig werden. Und dann habe ich mich für die 8er-Nadel entschieden, weil ich habe gedacht, ja, ist vielleicht ein bisschen durchsichtig. Also was heißt durchsichtig, aber schon locker. Und dann stricke ich ja auch nur ein bisschen locker. Aber ich habe gedacht, ja gut, beim Ranunculus und so hast du ja auch eine Riesennadel genommen für 18 Meter Lauflänge, ne? Habe ich das auch mit einer 6er? Ich glaube 6er-Nadel habe ich das gestrickt. 5er-Nadel, 6er-Nadel, 7er-Nadel, so in dem Dreh. Also warum soll ich die Kehle nicht mit nach der stricken? Und habe dann angeschlagen. Und ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht so richtig. Und zwar kann ich euch das ja mal zeigen. Ich habe jetzt das Bündchen halt angefangen, weil ich habe beschlossen... Oh Leute, macht keinen Scheiß. Oh, ich muss ribbeln, Freunde. Ich habe doch tatsächlich ein Möbius. Oh, das ist doch nicht zu fassen. Und ich habe extra die ersten Reihen so gestrickt. Oder bin ich hier nur falsch? Ich habe Möbius. Na gut, dass ich euch das zeige und hier den weiter stricke. Da kann ich ja nochmal in mich gehen. Oder muss ich das nur... Ist das, nee, ich habe Möbius, oder? Nee, doch nicht. Es war nur verwickelt. Komischerweise. So, also Leute, ich bin jetzt so. Es ist noch nicht wirklich weit. Ich stehe mal auf. Also eigentlich kann man noch nicht so wirklich richtig was sehen, ne? Also wenn ich das so sehe, finde ich, es ist zu locker. Allerdings müssen sich Muster ja auch immer erst entwickeln. Ne? Ich habe hier wirklich erst 3 Reihen gestrickt. Oh, ich gucke, nee, aber es ist Gott sei Dank kein Möbius. Weil ich weiß nicht, wie ihr das macht, gerade wenn man so viel auf die Nadeln hat, so viele Maschen. Wenn man so viel auf die Nadeln hat und man anschlägt und gleich zur Runde schließt, dann ist die gerade so, ne? Also wenn man Fehler hat und man hat ja kein 7 Meter langes Seil, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass man doch irgendwo einen Dreher drin hat und sich einen Möbius macht, ne? Also für die Stricker unter euch, die nicht wissen, was ein Möbius ist praktisch so ein gedrehtes Ding. Ach, wie soll ich das sagen? Also normalerweise läuft so ein Band durch und bei Möbius ist es einmal umgeklappt. So dass man praktisch so einen Knick drin hat. So, und den kriegst du eben halt auch nicht raus. Du wirst dann immer so weiter stricken. Du hast dann immer an einer Stelle hier so einen Wurstel. Kann gewollt sein. Also wenn du zum Beispiel ein Stirnband machst, ist das super. Ne, dann zack, hast du gleich ein Designelement drin, fertig. Strickst aber immer nur rundherum und brauchst dich um nichts kümmern. Hast automatisch da irgendwie so ein bisschen Zopf drin, sag ich mal. So eine Kurve. Aber so für Pullis und so ist das natürlich irgendwie so ein bisschen unpraktisch. Ja. Und darum mache ich das immer so, dass ich erstmal 1-2 Reihen hin und her stricke und dann erst schließe. Weil man dann eigentlich das besser sehen kann und das dann auch besser so bleibt und sich nicht noch irgendwie um Seil wickelt. So, also wie gesagt, ich habe das jetzt angeschlagen. Hab mir überlegt, ich stricke es von unten. Weil ich ja einfach so ein Boxy haben will, das heißt ein sehr überschnittenes Teil. Mein Plan ist eben einfach nur ein Rechteck, sodass praktisch die Schultern hier auch überhängen und man dann die Ärmel ansetzt. Mein Plan ist des Weiteren, weil, ich weiß nicht, ob das bei euch auch ist, ich gehe aber davon aus, ich weiß, ich habe damals mal zur Schulzeit einer Schulkollegin Pulli gestrickt. Da habe ich auch von unten angefangen und dann irgendwann musst du ja teilen für die Ärmel. Und ab da wurde es doof. Also was heißt doof? Aber du hast halt einen Übergang gesehen, so wie man hier auch einen Übergang sieht. Ich gehe davon aus, dass das beim Waschen sich wieder vertüdelt. Also wenn ihr seht, oh, ich weiß nicht, ob das hier so gut zu sehen ist.
Also hier seht ihr das, es ist unruhiger und hier unten ist es relativ gleichmäßig. Weil du da natürlich, wenn du in Runden strickst, nur rechte Maschen strickst, wenn du hin und her strickst, dann linke Maschen, rechte Maschen. Die meisten von uns haben ja eine unterschiedliche Fadenspannung dann und dadurch wird das nicht so ganz eben. Also wie gesagt, beim Waschen vertüdelt sich das immer noch ein bisschen. Ja, und bei dem Pulli, und das sagte mir die damals im Wollladen auch, das ist eben halt so. So fand ich irgendwie doof, aber war dann so. Jetzt, und da habe ich jetzt gedacht, wenn ich jetzt mit unten anfange, in Runden. Ich hatte ja auch überlegt, Einzelteile zu stricken, aber auf Zusammennähen hatte ich dann auch keinen Bock. Und dann musst du halt immer rücklinks stricken und so. Ne? Da hatte ich irgendwie auch keine so richtige Lust drauf. Und darum habe ich gedacht, gut, du strickst rund. Und aller Wahrscheinlichkeit nach, so ist der Plan, werde ich auch im Rundstricken bleiben. Und werde mir hier bei den Ärmel Stiekmaschen machen, dass ich dann nachher stieke, das aufschneide. Und genauso... Nee, oben kann ich das ja nicht machen. Aber das ist ja dann auch egal. Also oben kann ich ja zusammennähen. Obwohl ich ein bisschen doch hier schieben muss. Weil sonst ist das ja, wenn das so glatt geht, dann das kriege ich hier mit Hals, mag ich das nicht. Also mit Schilddrüse und so, ne? So, da muss ich mal sehen. Auf jeden Fall, mein Plan ist, dass ich auf jeden Fall die Ärmel sticken werde. So. Haben Frosch im Hals, Leute. Und dann habe ich, hatte euch ja in der letzten Sendung gesagt, ich überlege, das einfach nur glatt recht zu stricken und im Nachhinein rauf zu sticken. Ich vermute aber, wenn ich die Achternadel nehme, das ist halt sehr, also es ist dann schon luftig. Es ist nicht wie der Ranunculus, wo man wirklich gut durchgucken kann. Aber es ist schon lockerer gestrickt und ich weiß nicht, ob raufgestickt dann gut aussieht. Das müsste man mal ausprobieren, ist ja jetzt nicht so schlimm, da passiert ja mit dem Strickstück an sich nichts. Dann machst du das halt wieder raus, wenn dir das nicht gefällt mit dem raufgestickten. Was ich jetzt auch schon überlegt hatte, war einfach verschiedene Streifen reinzustricken. Ich habe auch schon überlegt, hier Missoni Compliment, Accomplished, Missoni Accomplished von Space Tricot, den hier. Oh, den finde ich auch schön, ne? Der ist von oben gestrickt. Und dass man dann aber statt das zweifarbig zu stricken, diese Zickzackstreifen halt in einem Muster strickt. Also Perlmuster oder Rippe, gut, da zieht sich das dann wieder so ein bisschen zusammen, ne? Oder Kraus rechts vielleicht. Das war so die Idee. Allerdings habe ich dann wieder gedacht, Anne, du weißt noch, dein Shrug, den Dänemark-Shrug, wer sich daran erinnert, da habe ich ja eine Woche gebraucht, um dieses Muster hinzukriegen. Also, dass man das Muster sieht in diesem rechts-links-Gestrick, weil ich so locker stricke. Und dann kommt das rechte-linke Maschending nicht raus. Ne? Wisst ihr noch, dieses Schneeflockengedöns habe ich jetzt nicht hier. Das heißt, wenn ich hier sowas machen würde mit rechte-linke Maschen und dann mit so einem großen Nadeln, ich vermute einfach, dass dieses Muster da überhaupt nicht rauskommt, dass ich mir das sparen kann. Und das Gleiche wird es, glaube ich, auch sein, wenn ich Streifen irgendwie stricke. Also einfarbig, ne? Dass man eben streifenmäßig was anderes macht. Keine Ahnung. Ich weiß jetzt irgendwie nicht so richtig, was ich machen soll, muss ich ganz ehrlich sagen. Stricke ich jetzt noch ein bisschen hoch und gucke, wie sich das verhält. Also, dass ich das Bündchen mache und dann gucke, wenn ich den glattrechten Teil anfange, wie mir das gefällt. Ich glaube, das werde ich machen. Also, so finde ich die Wolle schön. Ich habe natürlich aber auch die Befürchtung, dadurch, dass es so locker ist und ich es ja oversize stricke, so der Plan. Leute, ihr wisst ja, ich weiß das noch nicht so genau, ob das wirklich aufgeht, oh, ob ich das jemals hinkriegen werde. Und ob sich das dann nicht zu doll aushängt. Wisst ihr, wie ich meine? Dass das zu labberig wird, ne? Ob man das nicht dann doch mit einer kleineren Nadel stricken sollte. Ach, Fragen über Fragen. Also, Leute, noch ein Grund, mich zu abonnieren. Glöckchen an. Ne, dann könnt ihr gucken, wie das nächste Woche aussieht, ob ich da weiter gestrickt habe oder nicht. Aber ich vermute, ich werde das mal ausprobieren. Und dann werde ich das mal auf noch eine Nadel ziehen und gucken, wie weit das tatsächlich ist. Also, ich habe Befürchtung, dass es zu weit ist. Aber ich glaube, ich werde es so lassen. Zur Not kann da noch einer mit rein. Ich möchte endlich mal boxen. Ich denke ja immer,
Ja, mein Auge und mein tatsächliches Gewicht passen ja immer irgendwie nicht so zusammen, ne? So, also das ist auf jeden Fall auf den Nadeln. Und das Ding war ja eigentlich geplant als Schwesternjacke, wo hier BSF draufstehen sollte, ne? Best Sister Forever, ja. Aber das war mein Plan. Und was sagt Kind 2? Nee, sie will um Gottes Willen nicht so eine Jacke haben, weil Bruno aus der Schule auch sowas hat. Ich sage aber doch nicht gestrickt. Ist egal. Der hat aber so eine ähnliche Jacke und im Leben zieht sie sowas nicht an. Ich denke, oh, Mann, ey, ich habe das nur gestrickt, damit die beiden... Kinder, ne? Kinder! Leute! So, aber sie hat sich jetzt was anderes bestellt. Kommt sie gestern? Nee, vorgestern kommt sie rein in mein Lager. Oh, Leute, ich tanze da auf 3 Quadratmetern, ne? Oh Gott, ey. Ich überlege immer, ob ich euch mal ein Foto mache, wie das da aussieht. Oder euch mal mitnehme. Aber ich glaube, nein. Das mache ich nicht. Auf jeden Fall kam sie und sagte, oh, kannst du mir nicht einen Pulli stricken? Ich so, was? Ja, mein Kind. Und dann hat sie sich Wolle ausgesucht. Ich weiß noch nicht. Ich so, was willst du denn da haben? So, und sie hat sich blau ausgesucht. Blau kommt auch noch in den Shop. Die Wolle ist schon eingelegt, aber ich habe es noch nicht gefärbt. Also ich war zu verzweifelt jetzt die Tage. Ich hatte zu viele andere Baustellen, Leute. Und so ein rosa. So rosa semi-solid. So, und das will sie zusammen haben. Finde ich auch nicht unbedingt schlecht. So, ich sage, wie willst du das denn haben? Und hier muss ich 2 nehmen, weil... Also ich hoffe, das reicht. Ich glaube aber schon. Also hiervon habe ich nur die 2. Und das ist DK. Davon habe ich aber noch mehr. Und das ist halt Fingering. Das heißt, ich muss es doppelt nehmen, damit es auf eine rauskommt. Ich könnte natürlich auch nur mit einem stricken und gleicher Nadelstärke. Aber das wird mir, glaube ich, zu... Dann ist es hier oben zu luftig und trotzdem zu knubbelig, glaube ich, der Übergang. So. Und sie will oben blau und unten rosa haben, hat sie mir jetzt gesagt. So. Dann habe ich gedacht, so, was willst du noch? Und dann meinte sie irgendwie, sie will hier einen Ärmel runterlaufen. Also hier so einen Zopf runterlaufen haben, hier wie bei der Jacke, die ich euch gezeigt habe, wo ich den Namen schon wieder vergessen habe. Kann euch ja nochmal zeigen. Also der geht ja hier über den ganzen Rücken dann rüber. Der Zopf wird es auch nicht werden, weil der ja viel zu breit ist. So, also sie will dann da irgendwie so ein Genüdel darüber laufen haben. So, und jetzt bin ich am Überlegen, was ich mache, ob ich, also mein Plan wäre eigentlich am einfachsten zu stricken rundpassend Pulli. Das wäre so mein Plan, aber ich weiß nicht. Dann kann man ja hier beim Ärmel dann schon relativ von oben halt das Muster anfangen lassen, ne? Das wäre so mein Plan, aber ich weiß es nicht, ne? Also von der Passform. Also ich bin auch am Überlegen, ob Rundpasse für mich die richtige Form ist. Ich habe meinen Pixel-Cardigan, aber ich glaube, ich hätte den ein bisschen weiter stricken müssen, weil durch die Fadenspannung, durch das Pixelige, wurde das dann halt enger, ne? Weil dann, ja, und ich hatte dann nachher, glaube ich, Maschen auch mit zugenommen. Aber ich hätte ich hätte von vornherein ein paar Maschen mehr aufnehmen müssen. Weil das dann hier im Brustbereich wieder spannte. Da habe ich halt, ne, da, wenn man viel Oberweite hat, muss man ja im Vorderteil, das muss man ja weiter stricken als hinten. Und das hatte ich irgendwie nicht so auf dem Schirm. Aber ich weiß nicht, weil ich auch so runde Schultern habe. Ich habe ja keine eckigen Schultern irgendwie. Ich weiß nicht, ob das die richtige Form ist. Ich habe keine Ahnung. Ja, und bin ich am Überlegen, ob ich eine Rundpasse mache. Man könnte natürlich auch einen Raglan machen. Mache ich einen Raglan? Einen Raglan könnte man auch machen, ne? Ist vielleicht noch ein bisschen besser. Ja, vielleicht mache ich einen Raglan. Mal gucken. Also könnt ihr gespannt sein. Also guck mal, so viele Möglichkeiten. Und dann muss ich mir... Wobei, ich hoffe, dass dann überhaupt bei da der Zopf rauskommt, ne? Wisst ihr, wie ich meine? Parallel, ich denke schon wieder parallel, ne? Ob man sonst Brioche, wenn man das mit meinetwegen Natur, also mit Weiß und dem macht. Und dann das Brioche in Zöpfen strickt. Dann kommt es auf jeden Fall raus. Was ist denn die Frage? Oh Gott, ne? Lässt man denn die Ärmel ganz blau? Also wenn man hier oben mit Blau anfängt,
geht man mit den Ärmeln blau durch oder wechselt man auch dann zu rosa? Oh Gott, Fragen über Fragen, ne? Aber ich glaube nicht, dass die Wolle reicht für zwei Ärmel und oben. Oder ich muss nochmal was anderes nachfragen. Ach Gott, Leute, ne? Na, mal gucken. Also lasst euch überraschen, ne? Auf jeden Fall wird es irgendwie so eine Kombi werden mit rosa und blau. Mal gucken, wann ich das anschlage. Ich weiß nicht, ob ich das dann in der nächsten Woche schon angeschlagen habe. Aber das wird auf jeden Fall demnächst starten. Und was auch starten wird, Leute, ihr seid ja voll abgegangen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ne? Ich habe euch ja in der letzten Woche hier Exploits Valley gezeigt von Jennifer Beal. Oder Beal, oder wie auch immer die ausgesprochen wird. Das hier. Viele haben ja zuerst gedacht, das ist eine Strickjacke. Aber es ist ja keine Strickjacke. Es ist ja ein riesen Tuch, was man sich so überwirft. Praktisch wie eine Strickjacke. Und ganz viele haben gesagt, boah, ich strick das mit. Ne? Also ich habe ja schon gesagt, bei mir wird es ein Jahresprojekt definitiv. Also das ist nichts, was schnell fertig wird und ich hoffe, ich bleibe dabei, weil es ist erstens Lace und zweitens auch noch Colorwork und also das Schlimme ist, das muss ja eben auch noch zusammenpassen, weil man es eben, ach, ich weiß gar nicht, ob man das einzeln strickt und zusammennäht, soweit bin ich noch gar nicht, aber auf jeden Fall hast du ja bei Colorwork eine andere Fadenspannung, das musst du mit einer anderen Nadelstärke stricken, und. Nee, ich glaube, das nähst du dann ran oder verbindest irgendwie anders. Also ich glaube, das strickt man einzeln. Das wird schon eine Herausforderung, ne? Also wie gesagt, Les und ich ist ja schon so ein Ding. Ja, gut. So, aber ich bin jetzt motiviert, wenn ihr auch alle mitstricken wollt, dann machen wir das. Also das ist hier ausgelegt für 700 Meter auf 100 Gramm, also auf Leslauflänge. Wo Rebecca aber schon geschrieben hat, die Idee finde ich eigentlich gar nicht schlecht, dass sie überlegt, gerade wenn man eine größere Größe ist, ne, du strickst dann ja auch sonst ewig, ob man nicht Fingering nimmt und einfach kleinere Größen strickt. Das fand ich schon mal sehr charmant. Was ich mich aber gefragt habe, aber vielleicht ist das auch einfach nur ein doofer Denkfehler, wenn ich Fingering nehme, ist das ja aber schwerer als Lace, ne? Und selbst wenn ich eine kleinere Größe nehme und dann ja nicht so viel Wolle bräuchte oder so, ich weiß nicht. Ob mir das nicht zu fest wird. Hier, ihr Superstricker, schreibt doch mal unten rein, was ihr denkt. Ob man das machen könnte, statt des Leses Fingering nehmen und dann kleiner stricken. Also machen kann man das natürlich. Also das ist überhaupt nicht das Ding. Aber kommt dann das Les trotzdem so raus? Ne? Also wenn ich die Kehles stricke, ist es ja auch eine andere... Wisst ihr, wie ich meine? Und das sieht ja schon eigentlich mehr so leicht aus. Das gefällt mir eigentlich auch. So was Grobes. Oh, ich bin echt unentschlossen, ne? Und dann ist ja auch noch die Frage, welche Farbe? Also grundsätzlich finde ich die Farbkombi schon ganz gut. Also mit so einem Silbergrau und einem Dunkelgrau finde ich super. Andererseits sage ich mir immer Anne, nicht immer Grau, ne? Weil da bist du halt immer auf der sicheren Seite. Aber ich kann mir das Ding eben auch nicht vorstellen in, keine Ahnung, in so Senfgelb und Braun oder so. Das wäre mir schon wieder zu farbig, ne? Also dafür irgendwie weiß ich nicht. Ich glaube, ich mache mir das in Sand. Also so, es ist ja so Sand. Also so wie die Mütze hier ist. Ne, also es ist nicht ganz beige, es ist mehr so ins Bräunliche rein. Und dann mit so einem Braunton vielleicht. Oder mit so einem Dunkellila. Aber das will ich jetzt gerade für was anderes nehmen. Das ist ja irgendwie doof, ne? Ja, also hier, wenn ihr Farbvorschläge habt, sagt gerne Bescheid. Ich kann auch gerne Strickkits wieder machen. Dann könnt ihr ja mal sagen, was ihr so wollen würdet. Dann kann ich da ja schon mal was zurechtdingsen. Ich denke auch, das sollte relativ semisolid sein, weil ich kann mir nicht... Kann man natürlich, wenn man das hier so ganz leicht sprenkelt oder so, oder auch das Dunkle ganz leicht sprenkelt. Ne? Das könnte man vielleicht auch machen. Wenn du irgendwie so ein Dunkelgrau nimmst und dann noch so Sprenkel rauf. Und das könnte natürlich auch... Ja, schreibt mal unten rein, was ihr denken würdet. Dann kann ich ja mal was zusammenkloppen. Und als nächstes auf die Nadeln kommt auch noch, Leute, weil ich habe eine Zufallsfärbung, aber ich habe dann sofort, als ich gesehen habe, was es wird, aufgeschrieben. Und zwar, Leute, ich habe es euch nachgefärbt. Das habe ich jetzt auf Sportsweight gefärbt. Ich habe es euch auf Fingering gefärbt. Oh,
diese, ach warte mal, ist das vielleicht doch besser zu gucken im Strang? Oh, Anne, ne? So, hier. Hier, ist das nicht schön? Es ist die Happy New Year Färbung. Also die habe ich irgendwie reingekloppt zu Silvester oder irgendwie so. Darum Happy New Year. Ich liebe diese Färbung. Ich bin total beklatscht. Ich mag die. So, und da will ich mir jetzt ein Tuch draus machen. Selbst zusammengeklöppelt. Ich habe schon eine Idee, weil ich habe letztens, ich habe euch ja mal in einer Sendung gesagt, wie ich so an Ideen komme. Unter anderem ja eben aus Zeitschriften, aber nicht aus Modezeitungen, sondern irgendwie so aus hier Interieurzeitungen oder so. Und diesmal war es ein Teppich. Ich war beim Arzt, musste zum TÜV. Und dann hatten die Zeitung, eine Zeit lang hatten die auch keine Zeitung hier wegen bla Corona infiziert, hier ne, desinfiziert, bla bla bla. Aber waren wieder welche. Oh, und da war ein richtig cooler Teppich. Da habe ich gedacht, boah, das als Schal ist total cool. Und die Wolle habe ich, da habe ich sofort gewusst, das wird der Teppichschal. Auf jeden Fall. So, jetzt ist aber die Frage, ich brauche noch eine zweite Farbe dazu. Und dann habe ich so geguckt, was so passen könnte. Und ich glaube, entweder mit so einem Lila zusammen oder mit so einem Grau. Es ist noch nicht ganz trocken. Ich habe das gestern nochmal so gemacht. Ah, oh, jetzt kann man das irgendwie schlecht. Anne. So, das ist ja hier, so geht das ja nicht, ne? Wieso habe ich den überhaupt aufgemacht, den Strang? Könnt ihr das mal sagen? Oh. Oh, so. Mm. So und so. Ich finde, das passt ganz gut zusammen, ne? Oder, jetzt muss ich den hier auch mal, tut mir leid, wenn ich eure Zeit jetzt in Anspruch nehme und hier wickel. Lalala, ich kann euch ja noch einen Schwank aus dem Leben erzählen. Oder das Grau. Weil ich glaube, wenn ich alles verwurste, also ich meine, der soll schon ein bisschen groß werden, aber ach, ich meine, hat alles was, ne? Oder muss ich das doch dreifarbig stricken? Aber dann hast du wieder drei Knäule irgendwie, oder? Also, weil ich will das irgendwie so anders stricken. Ach so, das Kind duscht, glaube ich. Die macht jetzt nämlich Sport irgendwie zwischendurch, keine Ahnung. So, also das wird irgendwie, auf jeden Fall kann ich euch sagen, dass das reinkommen wird. Und ich glaube, es wird auf jeden Fall auch dieses Auberginefarbende. Vielleicht kommt aber auch noch ein bisschen Grau. Wer weiß das schon. So, also wie gesagt, der Plan ist da, es ist gefärbt. Ich kann anschlagen, was ich alles anschlagen kann, Leute, ne? So, also wie gesagt, das habe ich euch gefärbt. Das ist die Happy New Year Färbung. Ich liebe es. So, also Fingeringstärke 400 Meter auf 100 Gramm. Ne? So, dann habe ich euch noch gefärbt. Kommen wir doch mal in die Färbeecke. Ich habe euch noch ein bisschen Super Socks Straßenköter gefärbt. Das ist ja so ein bisschen eher die, was heißt die Männerfarbe. Kann natürlich auch Mädels anziehen, darum geht es nicht. Ne? Aber das ist mal, gut, ein bisschen rosa ist auch, weil die Farben so aufploppen. Dass auch ein bisschen rosa drin ist, aber auch ein Mann kann ein bisschen rosa vertragen, ne? Dann habe ich euch hier auf Sportsweed, also 300 Meter auf 100 Gramm, hier so einen Ton gefärbt, der so ein Zwischending zwischen Lachs und das kommt viel roter in der Kamera rüber, als es tatsächlich ist. Also eher so wie die hellen so sind, nicht so rot. Also ich versuche es wieder im Shop ordentlicher einzufangen. Also jetzt sieht's ja so ist es eher so von der Farbe in der Kamera. Ich weiß nicht, wie es bei euch auf dem Rechner dann ist. Also die Farbe und das, guck mal, das als Colorwork hier mit dem Grau. Geil, ne? Das sieht doch gut aus. Ja. Und dann ist es mit mir durchgegangen. Also ich habe euch wieder ein bisschen Fingering Jack Männer Pink gefärbt. Das ist wieder im Shop. Und ich habe gefärbt, weil ich noch hier dickes Jack drin hatte, noch ein paar Stränge. Ich denke, okay, probier mal aus. Ich mag ja die unter Freunden so gerne. Hier, das ist die unter Freunden Färbung. Die finde ich richtig, richtig toll. So. Und die Färbung habe ich jetzt auf Jack gemacht. Weil ich hab gedacht, du musst mal gucken, wie das auf Jack rauskommt. Was ja schon ein bisschen... Also die Grundfarbe ist bei Jack ja einfach dunkler. Und das ist dabei rausgekommen. Hier. Ganz feine Sprenkel und so. Also ich finde es recht... Also wenn man das so im Ganzen... Das sieht bestimmt ganz edel aus, weil das so schimmert. Das sieht aus wie...
Also kann ich mir gut vorstellen, so wie Perlmutt. Wisst ihr, wenn man Perlmutt hat und wenn, je nachdem wie das Licht kommt und dann da ja auch verschiedene Farben irgendwie kommen, so ist das auch. Richtig, richtig toll. Ich habe euch also hier auf Jagd gefährt unter Freunden. Und unter Freunden habe ich sonst immer nur auf DK gehabt. Ich habe es euch jetzt auch auf Fingering gefärbt. Also 400 Meter auf 100 Gramm. Und ja, hoffe, euch gefällt das genauso gut wie mir. Oh, also auf diesem Jagd, ich bin echt begeistert, ne? Finde ich richtig, richtig gut. Das ist so ein bisschen subtil, aber richtig, richtig schön. Also so edel, 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 edel. So, dann habe ich euch noch ein bisschen Suri gefärbt. Diesmal ein bisschen heller. Oh, kommt das hier durch? Und so mit ein bisschen ganz leicht, ja, Flieder ist es, glaube ich, eher. So lila würde ich gar nicht mal sagen. Dann mit so ein bisschen Sprenkeln drin, blaue Sprenkel, ein bisschen Grünsprenkel. Und so ganz, 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 oh, muss ich auch in die Kamera halten, ne? Ganz leicht. So blau-grün Schimmer leicht. Und Natur kommt auch noch durch. Das ist das Suri Alpaka, Baby Suri Alpaka. Richtig, richtig, richtig toll und weich. Und das habe ich euch nochmal so gefärbt in so einem Rotton-Gemisch. Oh, das ist so toll. Und wie gesagt, ich sage ja, für den Ranunculus habe ich einen Strang gebraucht. Für Größe 48. Also, haut raus, Kapelle, was geht, ne? Da kriegt ihr schon was raus. Also, richtig, richtig schön. Oh, mag ich gerne. Und alle, die Suri Alpaka schon gekauft haben, bei mir, die sagen, boah, voll krass. Noch nie so weiche Wolle gehabt, ne? So, und dann habe ich noch, Freunde, oh, das war auch mein Kummerprojekt am Wochenende. Leute, ihr glaubt es nicht. Socken, Ringelsocken. Ich hatte euch ja in der letzten Folge meine Ringelsocken gezeigt und eben hatte euch ja das Garn in der gleichen Farbkombi gefärbt. So. Ich habe lange überlegt, auch mit dem Mann gefachsimpelt, wie man es am besten macht, weil das Problem bei dieser Färbung ist, dass die Stränge länger als normal sind. So. Und dann habe ich immer überlegt, was machst du? Also ich biete ja grundsätzlich keine gewickelten Sachen an, nicht weil ich das nicht möchte, sondern weil ich es zeitlich einfach nicht hinbekomme. Also wenn, ich kann mir gut vorstellen, wenn ich sage, ich wickel, dass dann viele das auch in Anspruch nehmen. Ich schaffe es aber wirklich nicht. Irgendwann vielleicht, wenn ich hier mehr Personal laufen habe oder so, dass ich sagen kann, so du bist die Wickelmeisterin, mag es anders sein. Momentan funktioniert es einfach nicht. So, bei diesen langen Strängen habe ich jetzt gedacht, boah, alter Schwede, ne, die sind so lang. Ich kann euch das ja mal aufmachen. So lang ist bei manch einem vielleicht das Wohnzimmer nicht mal, ne? Also, ich versuche mal hier die Mitte zu kriegen. So. Ich kriege das nicht mal aufs Bild. Also, das nochmal aufgeklappt und nochmal aufgeklappt. Also, wie lang ist das? Das ist ungefähr ein Meter, also 4 Meter. So, also habe ich gesagt, Mann, das geht nicht. Das kann ich nicht so im Strang verkaufen. Das muss ich irgendwie wickeln. Dann haben wir überlegt, was wir machen. So, dann ja, haben wir nicht so richtig eine Lösung gefunden. Und dann habe ich einfach, so wie ihr es auch machen würdet, 2 Stühle genommen, habe das rübergehängt und bin rumgelaufen und habe einen Knäuel gewickelt. Das finde ich persönlich dann nicht so schön zu verkaufen. Also habe ich gedacht, nee, das muss anders gehen. Habe ich gedacht, dann gut, dann müsstest du das dann nochmal mit dem Wollwickler wickeln. Das sind dann praktisch 2 Arbeitsschritte bei mir. So, und ihr wisst, das dauert, sowas abzuwickeln. Dann habe ich gedacht, gut, machst du anders. Du machst dann halt einen kürzeren Strang. Dann habe ich mir meine Haspel genommen, habe meine 2 Stühle wieder gehabt und musste dann trotzdem immer um die Stühle laufen, um das abzuwickeln. Damit ich nicht einmal laufe, wickel, bin ich ein paar Mal gelaufen, habe dann gewickelt. Meistens verhedderte sich das dann aber so ein bisschen. Also war auch nicht wirklich eine Arbeitserleichterung. Oder eine Zeitgewinn oder wie auch immer, ne? So, dann habe ich halt einen Strang gewickelt, habe ich gedacht, ja, geil ist das aber auch nicht. Weil es einfach so unsagbar lange dauert.
Und dann habe ich gedacht, gut, du musst dir was anderes einfallen lassen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich hatte ja noch meine kaputte Haspel, die so auf dem letzten Loch pfeift. Und der Weihnachtsmann hatte mir eine neue gebracht. Ich sage, alles klar, wir machen das jetzt ganz schlau. Ich mache im Wohnzimmer da was fest und da was fest, da hängen wir da drüber. Und dann nehme ich meinen Wollwickler und wickel. Ne, weil dann läuft das über zwei Haspeln, zack, alles super. Ja, kannst natürlich vergessen, ne? Ging natürlich nicht. Was vielleicht auch daran liegen kann, ich habe als zweite Haspel meine Weihnachtshaspel, die ich aber definitiv nicht empfehlen kann. Sollte ich vielleicht auch nochmal machen, ne? So, was kann ich empfehlen als Haspel? Ich habe die jetzt unten. Ich kann das ja mal als Insta-Story oder so machen vielleicht. Weil ich die wegschicken werde wieder. Also ich habe das ausprobiert. Das ist, erstens verheddert sich die Wolle, weil das irgendwie so wie mit Schlüsselringen praktisch zusammengehalten ist. Und dann könnt ihr euch ja vorstellen, wenn du irgendwie einen Lesgarn oder so hast, ist das ratzfatz dazwischen. Und dann wickelst du, dann ist das dazwischen, dann ist es natürlich verhakt. Dann stoppt es, dann reißt es, und also geht gar nicht. Und auch so, also es bog sich total, ich kriegte überhaupt keine Spannung da drauf und so ging gar nicht. Auf jeden Fall flog mir immer diese Wollstränge runter. Da habe ich gedacht, ey, was für eine Kacke. Ich denke, das geht nicht. Also noch weiter auseinandergezogen, Tisch und was weiß ich, was nicht alles. Nee, ging nicht. Dann fing der Mann an, soll ich was bauen? Und wenn der anfängt, soll ich mal was bauen, ne? Dann ist das grundsätzlich keine schlechte Idee, aber es dauert lange. weil er dann anfängt. So. Ich so, nein, machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Dann kam der hoch, Leute, mit Getränkekisten. Und eine Pfeile und einem Schraubenzieher. Und dann haben wir dann eine irre Konstruktion gemacht. Wenn das klappt, haue ich euch das Video rein. Oh. Ging dann aber erstaunlich gut. Irgendwann kriegten wir mit, wir haben dann ja zusammen hier, ne, Try and Error, oder wie sich das schimpft, so. Okay, ich darf nicht so schnell Gas geben, ne, ich habe ja ein umfunktioniertes Nähmaschinenpedal, dass ich einen elektrischen Wollwickler habe. Und dann, okay, du musst das langsamer machen. Das Hauptproblem ist jetzt aber, dass dadurch, dass man ja immer zwei Enden hat, ne, und das eine Ende schwabbelt ja immer mit. So, und man kriegt das ja nirgendwo festgebunden, weil ich muss ja über zwei Haspeln und so. Und irgendwann verheddert sich das halt immer. Das Problem ist, wenn sich das verheddert oder wenn ich irgendwie aufhören muss zwischendurch, dann macht der Wollwickler erstmal Pause. Und egal wie ich es mache, meistens sieht man das und das Knäuel wird nicht mehr schön. So, dass er es Etappen wickelt oder irgendwie so. Ist dann beim Stricken ein bisschen schwierig, weil dann auf einmal irgendwas rauspurzelt, ne? Ist alles machbar, so. Das heißt aber, dass ihr wisst, ja, dann hatte ich da irgendwie einen Knäuel zurechtgezimmert, wusste aber, so kannst du das auch nicht verkaufen, weil wenn du dann strickst, ist das scheiße. Also musste ich das wieder abwickeln. Wieder zum Ball, weil ich konnte das nicht neu wickeln mit dem Wickler, weil dadurch, dass das ja rausfiel, wisst ihr, wie ich meine, dann so. Leute, ihr glaubt gar nicht, wie oft ich, wie gesagt, diese Knäuel gewickelt habe. Und von daher, so leid es mir auch tut, ich kann diese Stränge nur so lang verkaufen. Wenn ich nochmal irgendwie eine andere Idee habe, also ich habe jetzt nochmal andere Haspeln bestellt, ich versuche es nochmal, dass da mehr Spannung drauf ist. Ich hoffe, dass ich dann mehr Spannung drauf kriege, als hier mit diesem Metallgummiteil da irgendwie. Aber nichtsdestotrotz bleibt ja das Problem mit diesem Endfaden und ich weiß nicht, ob ich das in den Griff bekomme. Ich würde das wirklich super, super gerne machen und euch das gewickelt hinstellen. Aber ihr könnt euch vorstellen, wenn nur 10 Leute so ein Garn kaufen, ich bin mit dem Wickeln von einem Garn, mit diesem ganzen Getüdel, da bin ich, keine Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde beschäftigt, dann könnt ihr euch das ja vorstellen. Dann bin ich, wenn 10 Leute bestellen, selbst wenn ich jetzt mit einer halben Stunde rechne, dann bin ich da 5 Stunden nur mit Wickeln beschäftigt. Das schaffe ich nicht. Das schaffe ich definitiv nicht. Also, ich glaube, so wer nicht wirklich in dem Geschäft, sage ich jetzt mal, arbeitet, der weiß gar nicht, was alles dran hängt. Die denken, du schmeißt die Wolle da rein und dann ist gut. Das Färben, ne, das ist der geringste Teil. Das Drumherum, wirklich Etikettieren,
wickeln, also ne, Stränge, schon Stränge machen, packen, Rechnungen fertig machen, dann Kartons zusammenkleben, Papier zuschneiden, dann Postlabels ausfüllen, drucken, zur Post fahren, dann die ganzen, wenn du die Pakete kriegst, das alles wegsortieren, dann Vorsteuer, bla, Anmeldung, Steuerberater, du musst diese ganze Buchhaltung machen. Du musst gucken, also ich gucke dann eben auch immer noch, ne, wo kriegt man vielleicht noch coole Wolle oder auch vielleicht noch zu besseren Konditionen, damit einfach die Preise für euch attraktiv bleiben. Da bin ich ständig am Gucken und am Probieren und Machen und Tun. Dann eben noch nebenbei stricken, damit ich euch hier irgendwas zeigen kann. Wenn man dann wirklich eine Anleitung macht, dann auch noch eine Anleitung schreiben. Ich weiß gar nicht, wer letztes Mal hier Fibertail zum Beispiel geguckt hat. Also die sagt eben auch Anleitung schreiben. Fragt Rebecca, Anleitung schreiben. Es ist echt hart. So, und wenn man das alles wirklich sieht und wenn man dann eben sieht, Technik funktioniert nicht, da kommt ja noch alles dazu. Ne? Und dann Homeschooling. Leute, ihr glaubt es nicht. Da sind eben so viele Baustellen, ich schaffe es wirklich nicht. Also ich würde mich freuen, wenn diese Ringelsocken super Anklang finden. Die anderen sind auch alle weg, die ich reingestellt hatte. Ich habe auch noch welche unten. Ich werde auch noch andere Färbung machen. Jetzt habe ich mal gedacht, ich mache hier mal so ein bisschen so in männlicher, sage ich mal, so ein bisschen im Braunton, Beige-Ton. Ist aber auch ein bisschen Sprenkel ist drauf, so ein bisschen orange, zimtig und hier so ein lila Ton. Ich mache euch noch andere Färbung fertig, nur, dass ihr wisst, wenn die Dinger kommen, die sind lang. Also wenn ihr sagt, gut, ich habe sowieso keine Haspel und wickel immer mit meinem Mann, der Mann hilft euch da auch nicht weiter. Ihr braucht definitiv irgendwie zwei Stühle oder so. Aber selbst wenn ihr vielleicht beengt wohnt, dann müsst ihr einen Stuhl in Flur stellen und einen ins Wohnzimmer oder wie auch immer. Oder ihr müsst irgendwie besuchen gehen, aber geht ja gerade auch nicht. Oder ihr geht raus, sucht euch einen Baum oder eine Parkbank oder so. Ich weiß es nicht. Also nur, dass ihr wisst, mein Herz blutet. Ich würde euch das gerne wirklich anders machen und wirklich strickbereit machen, dass es für euch so angenehm wie möglich ist. Aber momentan ist es mir zeitlich überhaupt nicht möglich, das wirklich zu leisten. Also ich habe jetzt das hier beim letzten, weil es einfach mein Plan war und mein Anspruch war, das eben strickfreundlich zu gestalten oder strickerfreundlich zu gestalten, aber ich bin da echt an meine Grenze gekommen, dass es momentan nicht geht. Also ich hoffe, ihr habt dafür irgendwie Verständnis und ja, ansonsten spannt eure Kinder mit ein und bezahlt die mit Kinderriegeln oder so. Sollen die doch wickeln, sollen die doch im Stuhl laufen. So, ihr Lieben. So, pass auf, jetzt noch kurz zum Ende. Letzte Woche hatte ich euch ja vorgestellt, die Mütze, die ich euch auch schon in die Kamera gehalten habe. Ich kann die nochmal aufsetzen. Ach, eigentlich finde ich die schön. Na, eigentlich sollte ich das machen, so wie die Cozy Upknits. Wenn die eine Mütze oder so haben, dann rennt die ganze Familie die ganze Zeit im Video mit den Mützen rum. Vielleicht hätte ich das auch machen sollen. So, also damit ihr das seht. Richtig, richtig schön. Ich mag die. Das sieht immer so ein bisschen, wenn kein Haar rausguckt, ne, als wenn du irgendwie krank bist. Aber, ach Gott, Leute, alle, die jetzt irgendwie so damit zu kämpfen haben, ne, ich hoffe, ihr kommt gut da durch und ihr werdet wieder gesund. Ja. Also, die habe ich euch ja letzte Woche als Strickkit angeboten. Dann kam irgendwie die Frage, ob es die auch als Anleitung einzeln gibt. Da denke ich, ja, Anne, wäre ja eigentlich schlau, ne? Also, ihr Lieben, ihr könnt in den Shop gucken. Zack, zack. Also, es sind Strickkits drin, aber ihr könnt auch die Anleitung pur bekommen. Ja, das ist das. Und dann zeige ich euch noch etwas. Das war auch im Adventskalender drin und das Ding liebe ich, ne? Das habe ich im Sommerurlaub gestrickt, im Wohnwagen. Also, in diesem, mein Wohnwagen war es nicht, in so einem, naja, in so einem Holzwagen, in so einem, ach, wie nennt man das, ne? In so einem Tiny House für Arme, sag ich mal. Da waren zwei Doppelstockbetten drin, sag ich, ne? So, ist ja auch total Bratbanane. Auf jeden Fall habe ich da dieses Tuch gestrickt. Und ich liebe dieses Tuch. So, hier. Das ist das Dornröschen-Tuch. Und weil ich das so schön finde und euch nicht vorenthalten möchte, also wie gesagt, die Mädels vom Adventskalender haben es, habe ich gedacht, nee, es ist eigentlich zu schade, es nur im Adventskalender gehabt zu haben. Und ich stelle euch das rein. Ich mache euch Strickkits fertig oder eben auch nur die Anleitung. So, und das ist richtig schön. Das ist mit Dikee-Wolle gestrickt, also 200 oder 225, muss ich mal gucken, schreibe ich euch natürlich rein. Habe ich jetzt nicht im Kopf, weil das auch dieses Organic Garn ist. Das ist das Non-Superwash. Garn. Aber Tücher, wie oft müsst ihr Tücher waschen? Und eigentlich soll man ja Stricksachen sowieso per Hand waschen. Also ist das doch völlig egal. Ja, also ich mag es total gerne hinten. Das kann man jetzt schlecht sehen, weil ich
schwarz anhabe. Also das geht bis, naja, also auch der Po ist schon da. Also hier könnt ihr es ungefähr sehen. Und ja, ich finde es total schön. Ihr könnt es natürlich ein bisschen abändern. Ich habe in der Anleitung nur das drinne. Meine Spitze ist praktisch lang und nicht spitz. Also ihr seht, da ist wie so ein Rechteck. Ihr könnt das natürlich umwandeln. Macht doch, ne? So. Oder hier guckt so. Oh, ist das nicht schön? Ich liebe dieses Tuch. Also, und ich, wenn ich sage, ich liebe dieses Tuch, ne? Weil ich bin ja eigentlich nicht so die Tuchfee. Ich bin ja mehr so Schal oder Stola oder sowas, ne? Aber ich komme nochmal durch, damit ihr das sehen könnt. Oh, ist das schön oder ist das schön, ne? Ich finde das total schön. Also, das ist hier ganz dezent gefärbt, gesprenkelt. Ja, also, ihr Lieben. Wer möchte, greift doch zu. So, jetzt reicht's aber. Ich weiß gar nicht, wie lange sitzen wir denn hier schon wieder zusammen? Eigentlich ist mein Ansporn, nicht so lange zu machen. Aber irgendwie, ich sage auch immer, ich muss ja den Mann jetzt immer hier oben vertreiben, weil das ist ja jetzt praktisch sein Homeoffice-Büro. Und dann stehe ich hier schon immer und schaue mit den Hufen. Ne? Und dann sage ich jedes Mal, dauert auch nicht so lange, ich habe nicht so viel. Und er schon immer, ja, ja, ist klar, hm, genau. Ja, ja, ja. Also ihr Lieben, so, hier noch, wer noch will, wer noch nicht hat, wer noch will, die Taschen sind auch im Shop. Ihr habt schon gut zugeschlagen. Ja, also nur wer noch eine Aufbewahrungsmöglichkeit sucht, kann auch noch fündig werden bei mir, ihr Lieben. So, das war's schon für heute, ihr Lieben. Meine Güte, ne? Also was habe ich heute alles gezeigt? Mal gucken, was wirklich alles auf die Nadeln kommt und wie das nachher aussieht, ne? Also am gespanntesten bin ich ja auf dieses Exploits Valley. Da ging es in der Weihnachtsanstrenggruppe hoch her. Oh, die hat ja ganz, oh, die hat wirklich schöne Sachen, ne? Also ihr müsst dringend bei Revelry gucken. Die hat mordsmäßig tolle Anleitungen. Also da kannst du eigentlich alles stricken, was die gemacht hat. Also die man muss jetzt mal gucken, ob man mit der Anleitung klarkommt, ne? Das ist ja auch immer so eine Sache, so manche Designer, da kommt man ja nicht so. So, ne? So, manche erklären halt ein bisschen schwierig oder nicht so genau oder so. Jeder hat da ja seine anderen Vorlieben, also da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall, schreibt mal, wie gesagt, unten rein, was ihr für eine Farbkombis nehmen würdet oder euch vorstellen könntet, weil ich bin da momentan echt so ein bisschen eingeschränkt, dass ich das schon am nettesten finde. Aber andererseits ist es das, was man immer hat, ne? Egal, also macht euch mal... Nein, ich sing nicht. Macht euch mal Gedanken, ihr Lieben. So, ihr sollt ja auch was tun, ne? Das ist ja hier keine Spaßveranstaltung. So, ihr Lieben. So, also ihr seht, was ich euch alles gesagt habe, ich muss Gas geben. Und oh, drückt die Daumen, dass die Technik funktioniert. Dass ich dieses Video irgendwie bis Freitag hochgeladen kriege. Himmel hilf. Es ist ja ein Abenteuer gerade, muss ich feststellen. So, ansonsten, ihr Lieben, wünsche ich euch, dass ihr genauso viel Spaß habt wie ich am Stricken. Dass ihr nicht verzweifelt, wenn irgendwas nicht läuft. Also... Ach, mein Gott, man muss dann halt irgendwie drüber lachen, ne? Macht euch nicht verrückt. Wenn irgendwas nicht läuft, dann ist es so. Und wisst ihr was, wenn irgendwas nicht läuft, setzt euch einfach hin. Also ich habe dann am Montag wirklich gesagt, ich mache heute nichts für die Firma. Nix. Wird ja eh nichts. Bringt ja nichts. Und das war eine gute Entscheidung. Was hätte ich mich dann noch ärgern sollen? Ich habe auch gesagt, ich wickel jetzt hier nicht nochmal einen Knäuel, weil am Montag, das ging natürlich auch alles nicht am Montag, dieses Knäuel wickeln, ne? Also ich habe euch die Story erzählt. Also von daher, dann tretet einen Schritt zurück, trinkt Tee und alles ist gut. Und danke nochmal die ganzen Insta-Leute, die auf meinen Post am Montag geantwortet haben. Oh Gott, wisst ihr, es ist eigentlich weiß man es, aber es ist so gut zu hören, dass es den anderen genauso geht. Ach, was heißt gut, ne? Es ist auch erschreckend, dass es irgendwie nicht läuft, ne? So die Kinder. Und ich befürchte einfach, wenn alles wieder normal ist, dass ganz schnell vergessen wird, was gewesen ist, dass da vielleicht irgendwelche Lücken sind, weil irgendwas nicht gut erarbeitet werden konnte. Weil ganz ehrlich, die Arbeitsmaterialien, die kannst du in die Tonne kloppen. Ich saß davor, ich sag, was sollst du machen? Ich musste Lehrer Schmidt googeln. Wenn Lehrer Schmidt von YouTube hier guckt, ne, Mathe-Lehrer Schmidt, vielen Dank. Ein Hoch auf ihre Videos, ne? Ich glaube, ich muss sie mal schreiben. Der kann das wirklich gut erklären. Leute, also wenn ihr Kinder habt, Mathe... Gymnasium oder Gemeinschaftsschule macht das bestimmt auch oder was ihr da alles habt, Realschule oder so. Ich kann euch Mathelehrer Schmidt nur empfehlen. Ich kann den unten verlinken, falls ihr verzweifelt seid. Der erklärt euch das in 4 Minuten idiotensicher. Also Leute, keine grauen Haare wachsen lassen. Also Mathelehrer Schmidt, eine klare Empfehlung, ihr Lieben. Und für die unter euch, die sich noch ein bisschen mathematisch weiterbilden wollen, guckt doch da auch mal rein. Also ihr Lieben, in diesem Sinne, ich werde jetzt hier ein bisschen Gas geben, damit ich euch in der nächsten Woche
vielleicht irgendwelche Neuanstricke oder irgendwie so zeigen kann. Und vielleicht fallen mir auch noch neue Färbungen ein. Mal gucken. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche wieder, ihr Lieben. Ne? Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und hoffe, ihr bleibt mir gewogen und kommt mich wieder besuchen nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.